Ja, hallo liebe Copter-Freunde und Hornet-Fans. Ja, man kann ja heute mal sagen, Hornet-Fans, geht ja wieder um den oder die Hornet. Und natürlich auch die Unique-Fans sind bei mir herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, ihr seht schon, ich habe wieder die Sachen hier mal hergelegt. Und zwar geht es heute einmal um das Zusammenstecken der ganzen Teile, die wir hier haben, wofür die halt zuständig sind, wozu man die braucht und wo sie hingehören. Und natürlich möchte ich euch auch die einzelnen Bedienungsteile an der Funkfernsteuerung erklären. Man sollte ja schon wissen, was man hier alles für Schalter und Knöpfe hat. Aber dafür schalten wir natürlich in die Nahaufnahme, um uns halt, wie gesagt, hier die Sachen dann wirklich von nahen mal ein kleines bisschen anzuschauen. Ja, dann beginnen wir einfach mal mit dem Copter. Dann haben wir einmal hier, wie man unschwer erkennen kann, den Copter. Hier oben drauf gibt es an sich gar nicht viel zu sehen. Wir haben hier die entsprechenden vier Motoren. Hinten der Einschub für den LiPo. Und hier unten ist was ganz Interessantes. Zum einen haben wir hier einen kleinen Micro-USB-Anschluss. Dieser Micro-USB-Anschluss kann dafür verwendet werden, um den Copter mit der zugehörigen Software, die wir von der Website runterladen kann, da stelle ich für euch einen Link unten rein, sozusagen mit dem Computer zu verbinden und dann ja, so einige Daten sich auslesen zu lassen oder mit einem Firmware-Update zu versorgen. Und hier haben wir nochmal einen Anschluss. Ich hatte ja schon gesagt, dass das so eine Art Modulaufbauweise ist, wo man dann eine separate Kamera, eine Gimbal-Kamera unten drunter setzen kann und den Copter als Kamerakopter nutzen. Und was ich euch ja letztens schon im Unboxing-Video gezeigt habe, ist hier diese kleine Klappe. Wenn man die entfernt, haben wir hier nochmal einen kleinen Einschub für die FPV-Kamera. Das wäre ja dann entsprechend diese. Und das geht eigentlich auch ganz einfach. Das wird hier einfach eingeklemmt. Man muss die so ein kleines bisschen hier reindrücken und dann nach hinten vorschieben. Ihr seht das hier. Da haben wir so einen Riegel und den Riegel, den müssen wir natürlich dann entsprechend hier einklicken und schon haben wir die FPV-Kamera entsprechend eingesetzt und können jetzt sozusagen hier auch den Copter entsprechend mit der Kamera fliegen. Das brauchen wir natürlich nicht, die beiden Sachen. Um natürlich jetzt den Copter generell fliegen lassen zu können, brauchen wir, wie das halt normal ist, auch einen Akku. Den haben wir hier, auch das hatte ich schon gesagt, das ist ein sogenannter 2500 mAh Stunden Akku. Das denke ich mal, kann man hier auch ganz gut noch erkennen. Drei Zellen hat er bei 11,1 Volt und den schiebe ich jetzt einfach mal hier hinten rein und dann gucken wir mal. Zack, das war's schon. Und einschalten den Copter selber, den müsste man dann hier hinten sozusagen an diesem kleinen Knopf hier, wo auch die LEDs angehen. Aber wir müssen ja zunächst einmal noch die Propeller aufschrauben. Die Propeller, die lassen sich auch hier recht einfach aufschrauben. Wir haben hier hinten ein kleines Gewinde drin aus Aluminium, genauso wie auf den Motoren hier. Und um jetzt die Drehrichtung entsprechend auch unterscheiden zu können, haben die entsprechenden Propeller hier auch verschiedenfarbige Kappen an den Propellern selbst. So, dann schauen wir mal, wie rum die hier drauf gehen. So, das war schon mal nichts. Dann denke ich mal, wird er hier drauf kommen. Das ist jetzt hier zwar nicht bezeichnet, aber irgendwie kommen die hier drauf. Genau, jetzt haben wir es richtig angefädelt hier. Dann kann man die entsprechend runterschrauben und auch das sind sogenannte selbstsichernde Propeller. Das heißt, wenn die aufgeschraubt sind, mit mäßigem Druck anziehen, irgendwann geht es auch nicht mehr weiter. Das gleiche machen wir natürlich hier auch mit den entsprechend anders drehenden anderen Propeller. Ihr seht das hier, die kann ich aufdrehen ganz einfach und dann so ein kleines bisschen nachziehen. Hier natürlich dieser noch und auch dieser. Nachdem wir natürlich hier auch alle Propeller aufgeschraubt haben, können wir jetzt den Copter entsprechend auch einschalten. Wie das genau funktioniert, auch das möchte ich euch zeigen. Ich habe hier hinten diesen kleinen Knopf. Wenn ich den Knopf am Akku drücke, kann ich mir einmal die
Status-LED, sprich den Status des Akkus anzeigen lassen. Und wenn ich natürlich jetzt den Kopter starten möchte, dann muss ich diesen Taster etwas länger drücken. Ja, ihr habt es gerade jetzt gehört. Der hat sich jetzt initialisiert. Ihr merkt das schon. Das fängt jetzt auch ein bisschen an zu blinken. Was das mit dem Blinken auf sich hat, werde ich euch natürlich entsprechend dann auch nochmal separat erklären. Um, wie gesagt, den Kopter einzuschalten, das geht recht einfach, müssen wir hier lediglich diesen Taster einmal drücken und ein zweites Mal drücken und sozusagen dann gedrückt halten. Ich zeige euch das nochmal hier so. Einmal drücken und noch einmal drücken und gedrückt halten. Und ihr seht schon, jetzt fängt er an, sich zu initialisieren. Das heißt, die Stromversorgung ist hergestellt und jetzt wird auch versucht, zum Beispiel hier bei diesem Gerät das GPS zu suchen. Da wir uns aber im Gebäude befinden, haben wir hier natürlich nichts. Gut, dann schalten wir das wieder aus. Zack. Ja, kommen wir jetzt mal zur Funkfernsteuerung der Hornet. Wir sehen das hier schon. Also wir haben zum einen hier unsere Antennen, unsere beiden. Die eine ist für die Steuerung und die andere wird sicherlich für die Videoübertragung zuständig sein. Dann sehen wir hier den On- und Off-Schalter. Der kann entsprechend drüber geschoben werden. Als weiteres haben wir hier noch einen Modi-Schalter. Es gibt hier sozusagen drei Modi. Der erste Modi, beziehungsweise der erste Mode ist der sogenannte Beginner-Mode. Dann haben wir auf Stufe 2 den sogenannten normalen Mode und auf Stufe 3 haben wir hier den Razor Mode, also High Speed kann man da fahren bis, wie gesagt, 120 km/h, so wird es hier angegeben. Aber das sollte man wirklich machen, wenn man sich ein bisschen mit dem Gerät vertraut gemacht hat. Das wird wahrscheinlich bei mir auch noch eine Weile dauern. Als nächstes haben wir hier einmal zwei Knöpfe, und zwar einmal dieser Knopf hier, also die beiden Knöpfe haben wir ja, und dieser Knopf ist für den Home Mode und für die Home Position. Also ich muss, um den Kopter eine Home Position zu geben, zu speichern, muss ich diesen entsprechend drücken. Dafür muss ich den ein paar Sekunden lang drücken. Und um dann auch wieder zurückkehren zu können auf diesen Punkt, muss ich diesen Button, wenn der Kopter im Flug ist, entsprechend auch betätigen. Hier haben wir natürlich einen sogenannten Take-Off- und Landing-Button. Damit kann ich automatisch starten und ebenso auch automatisch wieder landen durch Betätigen. Als nächstes sehen wir natürlich hier unsere ganz normalen Joysticks. Die kennen wir ja schon für die entsprechenden Flugmanöver. Und hier haben wir noch auf der Stelle hier ein Lämpchen, also ein Lampen-Button. Damit kann ich die LEDs, die Status-LEDs ausschalten, meinetwegen um Strom zu sparen oder vielleicht, wenn sie störend sind fürs Filmen, dass man sie dann ausstellt. Und hier habe ich noch einmal einen Button, um Video und Foto zu schießen bzw. auszulösen. Ja, drehen wir die ganze Geschichte mal um. Hier hinten sehen wir zum einen diese beiden F-Schalter, die werden wahrscheinlich nicht belegt sein. Und sie machen auch den Anschein, dass das zwei Buttons in einem sind. Also ich kann unten und oben drücken. Und hier hinten dran zum Beispiel sehen wir noch zwei sogenannte drehgelagerte Potentiometer, das heißt, die kehren automatisch in die sogenannte Nullstellung zurück. Und natürlich hier hinten einmal einen USB-Anschluss, einen AV-Out und einen Micro-USB-Anschluss. Ja, und natürlich haben wir hier auch noch eine kleine Aufnahme. Diese kleine Aufnahme, die muss man hier so ein bisschen rausziehen für diesen kleinen FPV-Monitor. Dafür drehe man einfach, also ich drehe mal die Antennen hier so ein kleines bisschen zur Seite und jetzt kann ich die Aufnahme hier so rausziehen. Die geht recht stramm, muss ich zugeben, aber wenn die einmal draußen ist, kann ich jetzt hier den kleinen Monitor so ein kleines bisschen einklemmen. Das kennt der eine oder andere wahrscheinlich schon von einem anderen Flugmodell, was er vielleicht schon mal geflogen hat. Natürlich muss ich jetzt auch den Monitor mit einem entsprechenden Kabel verbinden. Das haben wir hier, das ist dieses AV-Kabel. Das AV-Kabel kommt einmal hier im Monitor in der Seite einmal hinein. Das ist sozusagen AV-In. Und hinten
An der Funkfernsteuerung haben wir hier den sogenannten AV-Out und da gehen wir jetzt rein und stecken entsprechend auch das Kabel ein. Und natürlich habe ich jetzt den Monitor für mich hier zur Verfügung und kann jetzt entsprechend auch das Bild von der FPV-Kamera empfangen. Natürlich möchte ich jetzt auch gerne mal die ganze Geschichte ausprobieren, ob ich hier auch ein Bildchen sehe. Dafür ziehe ich schon mal die Folie ab, da habe ich ein kleines besseres Bild. Und wie das halt üblich ist, ich schalte als allererstes hier die Funkfernsteuerung ein. Man hat es vielleicht auch gehört, die Funkfernsteuerung hat jetzt vibriert. Und man kann jetzt hier zum Beispiel zwei kleine Lämpchen sehen. Einmal hier ein kleines Lämpchen für die Batterie und einmal hier noch ein kleines Lämpchen, das ist ein kleines X, genau. Und hier in der Mitte, das werden wir gleich noch sehen, ist auch nochmal eine Status-LED für das GPS. Jetzt sehen wir hier schon im Monitor, dass ich ja ein, wie sagt man, so schön Krieg der Ameisen habe. Das kennen wir vielleicht noch vom analogen Fernsehen. Und das sagt mir jetzt hier in dem Fall schon, dass ich ein analoges Bild empfangen werde von der FPV-Kamera. Und das bedeutet für mich im Grunde genommen, ich habe halt hier eine analoge Bildübertragung. So, jetzt schalte ich den Kopter ein. Einmal kurz drücken, einmal lang drücken, bis er sich initialisiert. Und ihr merkt das schon, das Bild flackert kurz. Der Kopter initialisiert sich. Und nachdem er sich initialisiert hat, sehen wir auch hier, dass ich jetzt von der FPV-Kamera ein Bild empfange. Sobald ich den Kopter hier entsprechend bewege, seht ihr natürlich auch, dass hier das Bild mitgeht. Man kann auch hier so ein paar kleine Telemetriedaten erkennen. Wenn ich den Kopter jetzt zum Beispiel neige, seht ihr auch, dass die Neigungsanzeige, der Horizont sozusagen, hier mitgeht. Und natürlich habe ich hier auch noch die Gradanzeigen, in welcher Weise ich mich hier entsprechend bewege. Dann sehen wir hier oben noch eine Prozentanzeige vom Akku. Hier sehen wir den Zeitpunkt, wie lange das jetzt schon an ist. Also wir haben jetzt knapp eine Minute die Geschichte an. Und hier sehen wir den Strom. Wir sind jetzt bei 11,6 Volt. Und ihr merkt das schon, hier ab und zu geht das Bild mal weg. Wahrscheinlich liegt es hier daran, weil wir hier hin sind. Aber wir gehen jetzt einfach mal gleich nach draußen und werden auch draußen uns die Geschichte mal anschauen und mal gucken, wie die Kiste fliegt. Ja, da bin ich wieder draußen vom Fliegen. Ist eine recht coole Sache. Ich muss mich natürlich auch erstmal mit der Kiste hier vertraut machen, aber es macht schon Spaß und ich kann natürlich hier auch gleichzeitig das ganze Bild mitverfolgen. Ja, das ist so ähnlich wie zum Beispiel beim sogenannten Typhoon H. Da habe ich ja auch direkt eine Bildübertragung und sehe natürlich auch, wie das Ganze aussieht. Und das ist ja natürlich auch eine gute Sache, weil ich kann mich da so ein kleines bisschen auch mit orientieren, weil der Kopter ist ja weiß und zum Beispiel auch wesentlich kleiner als der Typhoon H. Und das macht es natürlich ein kleines bisschen schwieriger, den auf einer Entfernung und natürlich auch, in der Luft wahrzunehmen. Aber so ein kleines Flugvideo, das machen wir natürlich separat. So, jetzt vom Prinzip her könnt ihr hier schon mal loslegen, schon starten. Das heißt, die Funke ist entsprechend auch hier schon initialisiert und alles soweit gemacht. Wir sehen das hier oben auch. Der Kopter ist mit der Funkfernsteuerung verbunden. Das hatte ich ja gerade eben gezeigt. Da war so ein rotes kleines X, jetzt ist ein grünes X. Und wenn hier GPS vorhanden ist, das wird hier auch über die Status-LEDs angezeigt, sehe ich das natürlich auch hier an der Kontrollleuchte dafür. Gut, dann sind wir aber schon mal fertig mit der ganzen Geschichte hier. Da habe ich jetzt natürlich noch nicht diese Kamera auf, womit ich im Grunde genommen diesen Flug hier sozusagen über die Kamera anschauen kann, aus der Perspektive von dem Kopter. Das geht natürlich nur, wenn man mit zwei Mann fliegt, sozusagen, dass noch ein zweiter Mann dabei ist, der sozusagen wirklich hier den Kopter im Blick hat. Deswegen werde ich das auch zu einem späteren Zeitpunkt noch machen, wenn ich natürlich entsprechend einen Co-Piloten an der Seite habe, der mich dabei so ein kleines bisschen unterstützt. Bis dahin sage ich aber schon mal, macht's gut und natürlich auch heute sage ich es wieder, schaut doch bitte auf meiner Facebook-Seite vorbei. Ich freue mich wie immer
Und wer es noch nicht weiß, wie sie sich nennt, das ist die unique.fans-Seite. Da gibt es eigentlich hauptsächlich Unique-Sachen zu sehen. Aber wer sich für diesen Hornet hier entsprechend interessiert, der kann natürlich auch gerne weiterhin auf meinem Kanal schauen. Da wird es das nächste und übernächste Video selbstverständlich dazu geben. Denn hier sind auch, wie gesagt, eine ganze Menge Sachen dabei, die noch ja, ausgetestet bzw. die ich euch noch zeigen möchte. Ja, damit bin ich soweit durch. Ich sage schon mal Tschüss, macht's gut und natürlich bis zum nächsten Video. Ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Macht's gut, ciao.